Hey, was geht jetzt hier ab? Was machen wir? Installation installieren. Das ist immer gerne einfach, gell? Ja, also tut ab und zu nicht ganz mit der Technik. Sie will ab und zu nicht. Aber ja, ist immer spannend. Sind wir am Tisch, das ist schon so. Du bist ja bei einem Verein, gell? Genau, ja. Wie heißt der Verein? Earth Egg Kollektiv. Und das heisst? Weltschmerz, Earth Egg eigentlich übersetzt. Wo man das verarbeiten kann? Hey, ja, auf eine gewisse Art verarbeiten oder probieren ein bisschen zu heilen, so dass man wie. Ja, dass man vielleicht zusammenkommt und so vielleicht wie den Weltschmerz ein bisschen lindern. Vielleicht nicht gerade heilen, ist gerade vielleicht ein bisschen extrem. Einfach ein bisschen lindern, ja. Und da ist Kunst das gute Mittel dazu? Ich glaube für uns schon. Wir sind ja alles Kunstschaffende, Gestalterinnen von der Region. Und hey, es kommt einfach darauf an, dass man ein bisschen zusammenkommt und darüber reden kann. Und nicht unbedingt, dass man zusammen Kunst macht und darum ist der Schmerz gelindert. Sondern es geht einfach auch um die Gesellschaft. Haben wir untereinander auch Kontakt? Das sind die Künstlerinnen, die Künstler? Ja, also wir sind jetzt einfach 40 Mitglieder ungefähr, plus minus. Und ja, es geht eigentlich auch so darum, das Ganze zu vernetzen. Darum, ja, wir haben alle Kontakt selber. Wie verarbeitest du jetzt das bei dieser Videoinstallation, die du hier machst? Was ist das Ziel? Es ist eine sehr freie Installation, auch darum geht, um wie. Selber so ein bisschen den Freiraum lassen, zum Interpretieren, würde ich mal so sagen. Es geht also darum, so, schau selber und schau, was es mit dir macht, ist so ein bisschen zu beschreiben. Es ist wirklich so sehr frei. Also es ist nicht wie so eine extreme Message, die mitgeteilt wird, sondern es ist wie so, ja, sehr frei interpretierbar, sage ich mal so. Ich glaube, Freiheit ist mir schon so ein bisschen in die Wiege geleitet worden, auf eine gewisse Art. Also ich bin sehr frei denkender Mensch und halt so mit der Kunst zusammen. Ich glaube, da ist man sehr offen und frei und ja, so ein bisschen ja, hey, schwierig zu sagen. Hey, es tut etwas, man sieht etwas auf dem Gesicht. Ja, es kommt. Es kommt eine längere Mähe, ha? Genau, ja. Oh! Jetzt kommt es. Ich würde nicht sagen, dass es eine klare Aussage hat, sondern eben, es ist wie jeder darf selber seine Aussage in dem Ganzen finden. Es geht so ein bisschen um ein starrendes Element und so ein bisschen um, was starrt dich im Leben an? Also, was starrt dir entgegen? So ein bisschen in diese Richtung. Das ist der Blutmond, oder nicht? Boah, hey. Ja, einfach dieser Mond, eine Sonne, ein Kreis, ein Ball. Wer weiß es schon. Das ist alles selber designt, oder? Hey, es ist eine Kollektivarbeit. Wir haben es dritte gemacht, mit zwei Kollegen zusammen. Und voll, also ich habe es einfach ein bisschen koordiniert und vor allem so den Aufbau, so die Aufstellung gemacht, sodass im Raum dann einer hat das Video gemacht und dann auch der Sound einfach, ja. Was machst du, wenn du nicht zu Krebs bist? Ich studiere in Basel Industriedesign, noch, aber ab dem nächsten Semester Kunst, also freie Kunst. Auch in Basel? Ja, genau. Einfach ein Stockwerk auf in der Schule. Und irgendwann geht es sicher ab nach London, oder nicht mehr? Boah, ich denke auch nicht so weit. Ich denke, ich plane 2-3 Tage voraus und weiter im Leben plane ich gar nicht. Industriedesign, was ist das? Industriedesign ist alles, so ein bisschen, was man im Alltag braucht. Es ist wie jeder Gegenstand, den man wahrscheinlich so am Tag mal in die Hand nimmt. So von Auto, Handy, Geschirr, aber auch so Medical Devices, also so Sachen wie Spritzen oder so, wirklich so professionelle Tools, aber es kann auch sehr banal sein wie ein Löffel. Genau. Und kommt da länger mehr auf, oder? Da müssen wir auch sehen, dass es länger mehr auch irgendwie eine Berechtigung hat. Hey, ich glaube, es ist schon immer recht berechtigt. Also Design ist schon immer irgendwie da. Und aber es ist schon so ein bisschen
es nimmt einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft wie früher. Es ist wie ein, ja, es wird vielleicht eher geschätzt oder man sieht es eher, so, was alles eigentlich designt ist und was nicht einfach so aus dem Zufall entstanden ist. Genau. Es gibt ja die Gruppe London Perkussion, oder? Da spielt vorne eine Harfe, hinten natürlich dann eben die Händchen spielen und so weiter. Ich vermisse es so bei deinem Sound ein bisschen, die Harfe. Spielt nicht deine Schwester Harfe? Ja, aber ich bin auf einer anderen Schiene. Also, du bist eher so ein bisschen Hard Metal, habe ich das Gefühl? Nein, eher Techno. Techno, ja. Okay. Wir schauen nochmal rein. Ist ja schwierig, gell, so etwas zu designen. Sieht so einfach aus, aber ist es am Schluss nicht verschwunden ist, wie es so ein bisschen abdreht. So. Ja. Da musst du lang dann ein bisschen rumküngeln, bis man die richtige Dreieck hat. So. Logisch. Aber ja, ich meine, das ist jetzt sehr schnell entstanden. Das ist ein Projekt von einer Woche. Aber da kannst du natürlich so viel mehr ausarbeiten und dann wird es wie, es ist ein Entwurf, sagen wir mal so, fertig ist es glaube ich noch nicht. Und, aber wenn das Kunstwerk schon fertig ist, die andere Frage ein bisschen. Du, dann geht dir genau gleich wie mir mit dem Film. Ist jedes Mal ein Entwurf, wenn ich es wieder schaue, denke ich, man könnte das besser machen, das anders machen. Man ist ständig am Überarbeiten. Ja, das ist so. Es gibt immer wieder neue Sachen, die man noch findet. Ah, da könnte ich noch etwas machen oder dort. Es ist nie fertig. Ein Prozess. Und das ist ein Endlosschlaufer, oder? Läuft das genau, aber weiter? Ja. Das sind 1,5 Minuten. 1,5 Minuten, hat sie gesagt. Wir sind mit Mikrofon weg, mit richtigem Mikrofon. Hoppla, jetzt kommt das wieder. Was sind das? Waben mit Blutmond? Oder, ja, vielleicht muss man es einfach schauen und so auf sich wirken lassen. Und sollte dann eben irgendetwas bewirken. Was bewirkt das bei dir, wenn du das siehst? Nebst dem, dass du denkst, oh, das hätte ich anders machen und das hätte ich anders machen. Es ist sehr etwas, was einem so reinnimmt. Das ist wie so etwas. Regt Gedanken an, oder? Ja, schon auf eine gewisse Art. Oder wenn man fragt, so ein bisschen, was starrt mir entgegen? Weil es eben so der runde Kreis, der orange-rote, wo so ist, okay, was ist das? Und vielleicht auch so ein bisschen bedrohlich so auf eine gewisse Art. Aber gleichzeitig auch das Sanfte von diesen Wellen. Es ist so ein bisschen eine Mischung, ein Kontrast, also das Weiche und das Harte, das aufeinander trifft durch die Projektion auf der Wand. Es sind so wie Kontraste, die sich bilden auf eine gewisse Art. Träumst du jemanden mal aus so Sachen? Boah, ich träume schon, aber jetzt nicht gerade so Kunstwerk. Das sind Sachen, die ich so nicht Tagträume, sondern eher so Geistesblitz auf mich kommen oder dann beim Arbeiten, dass dann so, ah ja, das könnte ich noch machen oder das könnte noch cool sein, genau. Auf jeden Fall interessant, gell? Ja, selbst sicher. Wie bist du es gerade drauf gekommen, die Farbe? Irgendwie das saftige, sagen wir mal, das Rot und dann doch irgendwie völlig komplementär, das Blaue so. Hey, da müsste ich den Ivo fragen, der hat halt das Video mitgemacht. Das ist von seiner Seite ausgekommen. Aber es geht sicher um die Komplementärfarbe und den Kontrast, also auch wieder so ein Gegenspiel. Das habe ich sicher rum. Aber ganz genau weiß ich nicht, wieso er jetzt genau diese Farbe umgeht. Müssen wir auch nicht wissen. Wir müssen auf uns einwirken lassen. Genau. Ja, Sibyl, was denkst denn du, wenn du das so siehst? Das ist auf die Einwirkung. Komm, jetzt schauen wir mal miteinander. Wann kommt denn so ein Sinn? Also ich habe es gestern schon mal angeschaut und bei mir ist eigentlich sofort so ein bisschen Stonehenge in den Sinn gekommen, wie die Sonne nur so ums Jahr läuft. Das hat es bei mir ausgelöst. Genau. Ah, also schon zum Träumen gekommen, ja? Ja, das geht recht schnell. Eine junge Künstlerin Grabs, also die Idee ist es vom Verein aus entstanden, aber sicher noch gute Sache, auch für die Gemeinde, gell? Also zum Zeigen, dass Grabs eben so etwas auch gibt. Richtig, ja. Also ich war recht begeistert, als der Samuel Bachmann auf uns zukam, auf die Kulturkommission zukam, mit der Idee, dass hier junge Künstler etwas ausstellen möchten. Es ist dann, ja, pandemiebedingt relativ lang gegangen, also insgesamt seit der Idee bis zur Umsetzung 1,5 Jahre. Aber wir sind immer ein bisschen dran geblieben und wo man dann im Frühling gemerkt hat, mal, jetzt ist der Zeitpunkt da, haben wir dann wirklich können Detailplanung und in die Umsetzung gehen. Und da kann man jetzt anschauen, wie lange da? Jetzt ist es noch heute offen und dann morgen nochmal vom 10 bis am 1. Und die es verpasst haben, die wissen einfach, es gibt so etwas in Grabs. Man könnte die Leute natürlich auch mal kontaktieren. Natürlich, richtig, gell? Genau. Also sie sind relativ ein grosser Verein, ich glaube 40 Leute ungefähr. Und sie haben einen Vorstand und man kann sie kontaktieren für Ideen und Mitarbeit oder wie auch immer. Genau.
da drei Tests gemacht, die das Ziel hatten, eigentlich das Leben zu darstellen, in drei verschiedenen Phasen. Und wir sind von drei Brockenstuben gegangen, haben verschiedene Alltagsgegenstände gekauft und haben die dann einfach vakuumieren. Und durch das ist dann ein Test entstanden, wo eher junge Leute repräsentiert sind, einmal eher Leute, die erwachsen sind und einmal, wo es eher ein bisschen ins Alter geht, wo man da ein bisschen mehr sieht. Und dann durch das Vakuumieren wollen, so eine Distanz von der Person, die da steht und dem Objekt, das innen vakuumiert ist, eigentlich so mit dem Vakuumieren darstellen. Genau. Materialien sind teilweise auch mega wichtig, weil wir haben ja eben auf Plastik geschaut und normalerweise wird ja etwas frisch gehalten, zum Beispiel, man kann es vergleichen wie mit einem Stück Fleisch. Und es liegt etwas extrem Menschliches drin, weil all die Objekte sind ja Objekte, eigentlich kalt aus Plastik, aber es ist extrem menschlich. Und keine Ahnung, es ist eigentlich vergleichbar. Wir als Menschen wollen ja Erinnerungen warm behalten, wir wollen sie frisch behalten und darum haben wir es auch vakuumiert quasi. Das ist ein Menschenleben und es ist wie das menschliche Verlangen quasi, eine Erinnerung einfach präsent zu behalten. Das wäre eigentlich so eine Message, die wir gerne wollen überbringen. Jung bis alt, wir machen das eigentlich immer wieder. Also ich habe das Albumcover in der Schule gestaltet, ich studiere Grafik und es ist quasi das Redesign vom Lee Scratch Perry's Guide to the Universe. Und dort ist es darum gegangen, eine typografische Umsetzung davon zu machen, also nur Typografie und keine Bilder verwenden. Und ich habe dann wie so Lee seine exzentrische Persönlichkeit probiert zu visualisieren auf dem Albumcover und mit den Schallplatten. Genau, und das ist dann wie so ein Endresultat, wo ich dann mit 3D-Typografie geschafft habe, wo Versalien und Gemeine kombiniert sind, also grosse und kleine Buchstaben. Und es hat so ein bisschen seinen Charakter widerspiegeln. Und Scratch heisst eben so eine Art Gekritzel und darum passt das eigentlich recht gut, weil man kann es nicht so gut lesen. Genau, und dann habe ich wie noch zwei Poster gemacht, die nur um Typografie gehen und so ein bisschen das Universum sollten widerspiegeln. Und dort dazu habe ich dann auch eine Webseite gemacht, wo dann mit 3D-Animationen geschaffen worden ist. Also ich habe die dann erstellt. Genau. Und auf der Webseite selber hört man seine Songs. Also man kann wirklich so in seine Welt eintauchen und ihn als Person verstehen. Und so die flüssige Materialität widerspiegelt ihn sehr gut, finde ich. Weil ja, er ist mega exzentrisch und hat viele Accessoires angehabt. Er ist leider gestorben. Und dazu habe ich dann auch noch 2D-Animationen erstellt zu allen seinen Albumtiteln. Genau, und die sind wie abgestimmt, amix auf die Songs. Und manchmal gibt es auch einfach so ironische Textelemente, die ihn ganz gut widerspiegeln. Und dann keine Animation. Er ist ja sehr exzentrisch, ja, eindeutig. Genau, ja. Und darf ich dich fragen, du siehst so brav aus. Wie kommst du es gerade auf den? Ja, also ich finde seine Musik eigentlich recht cool. Man kann sich so drin vertiefen. Und ja, man verliert sich recht, wenn man reinhört. Und ich finde das recht cool. Nie schlaflos in echt, kann nie träumt von dieser Musik. Ja, das vielleicht schon. Irgendwann habe ich es auch nicht mehr hören können, weil wenn du es jeden Tag hörst, ist es so, ja, hast du es irgendwann gesehen. Und hast du es auch ein bisschen verarbeitet, oder? Ja, sicher. Also verarbeitet in dem Sinn, einfach die Musik gehört und ja, habe ich ihn so besser verstanden als Person. Und dazu natürlich auch selber eine Schrift entworfen, gell? Das ist genau, gar nicht ja. So einfach, natürlich. Genau, ja. Lass dich patentieren? Ja, also, das ist ja noch weg. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht schon, ja. Ja, genau, das wäre es eigentlich. Also ich habe Farben gelernt und jetzt studiere ich Ernährung. Also ich bin eigentlich der absolute Laie. Und ja, eben darum habe ich eigentlich auch nicht wirklich Ahnung von dem, was ich hier gemacht habe. Ich habe einfach immer schon, seit ich ein Kind war, habe ich Aufregung an Farben und an Details. Und ich habe eigentlich auch die Farben auch immer sehr fest mit Energie verbunden. Und darum habe ich jetzt hier auch so intensive Farben gebraucht. Und ja, eigentlich, als ich angefangen habe zu malen, habe ich gerne gewusst, was es schlussendlich wird. Ich hatte nichts Konkretes im Kopf, ich wollte einfach malen. Und ja, dann eben monatelang eigentlich Spotdienst und dann bin ich immer erst um 12 Uhr vom Arbeiten heimgekommen. Und dann habe ich eigentlich die ganze Nacht durchgemalt, bis morgen um 4 Uhr, 5 Uhr. Und so ist dann das auch entstanden. Aber in dem Bild steckt Kraft, gell? Und auch irgendwie Freude. Bist du ein freudiger Mensch? Oder einer, der nie aufgibt?
Ja, eher jemand, der nicht aufgeht. Ich habe ja, als freudiger Mensch nicht primär, sicher auch, aber ja, in diesen Nächten bin ich, also ich bin auch viel alleine in dieser Zeit, weil einfach aufgrund von der Arbeitszeit her haben sie nicht unbedingt zugelassen, dass ich ein grosses soziales Leben habe. Und ja, ich konnte das so ausleben und das war eigentlich auch sehr meditativ für mich. Mit sehr warmen Farben, gell? Ja. Also. Ja, ich habe immer, ja, wie gesagt, ich habe sehr Freude an denen. Eben, die strahlen für mich sehr viel Energie aus und Freude aus. Und ja. Ist eine gute Verarbeitungsmöglichkeit in dem Fall, gell? In so Situationen natürlich, ja. Ja, es war cool. Es war spannend zu machen. Ich glaube, auch das erste Mal, als ich wirklich Acrylfarbe gebraucht habe, intensiver. Aber also es war mehr so ein Experiment, um mal mit anderen Materialien zu arbeiten. Aber es war gut.